Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute geht es um die guten Sternenritter. Ja, Starry Knights. Ich weiß gar nicht, warum sie sich Sternenritter genannt habe. Sprich Deutsch, du. Ihr wisst schon was. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben nicht vergessen. Kommentar schreiben, was ihr sehen würdet. Ich weiß, es gibt einige, die jetzt eine Chain starten, was sie gerne sehen wollen würden. Und das wird auch irgendwann kommen. Keine Sorge. Vielen lieben Dank. Und falls ihr mal Karten bestellt, benutzt den Code REGI bei Gate to the Games. Ja, 5% Rabatt. Code steht unten, beziehungsweise Link zur Seite. Ich habe gesehen, dass da letztens jemand ein Problem mit dem Code hatte. Ich meine, es funktioniert nicht für Mangas, aber eigentlich sollte es sonst funktionieren. Und wenn ihr Probleme habt, meldet euch gerne beim Support. Ansonsten reicht das gerne weiter an mich und ich schicke das dann weiter. Dankeschön. Ja, Fixsternritter, Leute. Richtig cooles Deck. Ein Deck, was sogar Support bekommen hat in Form von Feuerböe der Sternritter. Und seitdem habe ich dieses Deck nie vorgestellt. Deswegen ändern wir das heute. Ich habe eine Liste gefunden, die mit der jemand Top 16 gegangen ist in der Meta Weekly mit dem Skill Lass mich auch duellieren. Wir können diese Fähigkeit verwenden, indem wir in unserem ersten Spielzug ein Feenmonster von unserer Hand als Normalbeschwörung beschworen haben und zwei oder mehr Karten gesetzt haben. Wir können unsere Lifepoints um 2000 erhöhen und diese Fähigkeit kann nur einmal pro Duell benutzt werden. 6k Life Points ist okay, aber jetzt auch nichts, was wirklich gut ist. Aber hey, ich fand den Skill gut. Ich habe ihn eben freigeschaltet und dachte mir so, hey, Zeit, das Deck vorzustellen. Wir haben unser Bossmonster, Sterndrache in sternklarer Nacht. Wenn dieses Bossmonster beschworen wird, können wir eine Karte auf dem Spielfeld wählen und diese zerstören, was an sich schon mal ein ganz guter Effekt ist. Dann können wir, wenn diese Karte mit einem finsternden Monster, also gegen finsternes Monster kämpft, es kann nicht durch Kampf mit Finsternismonster zerstört werden, unser Bossmonster, ne? Und einmal pro Spielzug, falls wir gegen ein Monster kämpfen, können wir das Monster des Gegners verbannen, ne? So war das doch. Du kannst das Monster bis zur Endphase verbannen, genau. Und wir können danach direkt nochmal angreifen. Heißt also, nervige Monster kriegen wir dadurch eigentlich ganz gut weg und wir kriegen trotzdem nochmal unsere Angriffe durch. Relativ nett, ja, finde ich ebenfalls. Dann haben wir, wie gesagt, die neue Karte Feuerböden. Der Sternritter ist eine Fallenkarte und wenn unser Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, können wir ein Licht- oder Drachenmonster der Stufe 7, das wir kontrollieren, auf die Hand zurückgeben, um den Effekt zu annullieren. Die Karte ist super, was ganz gut ist. Und zwar über unseren, wo ist er? Ich glaube, Rayel war es. Wenn wir Rayel normal beschwören, können wir eine Sternritter-Zauber- oder Fallenkarte auf unserem Deck unsere Hand hinzufügen. Das ist also im besten Fall unsere Starterin. Und die haben auch alle einen Grave-Effekt. Ne? Wir können zum Beispiel Rayel vom Friedhof verbannen, um ein Sternritter-Monster in unserem Friedhof zu wählen und das zu spezial zu beschwören. Ist ganz nett. Wir haben auch noch Orbitael. Orbitael ist, glaube ich, auch eine der neueren. Mit der habe ich zumindest noch nie gespielt. Wir können ein Lichtmonster wählen, was wir kontrollieren, bieten es als Tribut an. Und falls wir dies tun, setzen wir eine Sternritter-Zauber- oder Fallenkarte direkt von unserem Deck. Heißt auch hier wieder, Feuerböe der Sternritter ist suchbar und wir können beispielsweise als Schnelleffekt, wie gesagt, ein Lichtmonster, was wir kontrollieren, als Tribut anbieten. Ist auch nochmal ganz nett, um gegen Backrow beispielsweise rumzuspielen. Und falls wir ein offenes Drachenmonster der Stufe 7 kontrollieren, können wir diese Karte auf unserer... falls wir ein offenes Lichtdrache-Monster der Stufe 7 kontrollieren und das auf die Hand zurückgegeben wird, solange sich diese Karte in unserem Friedhof befindet, dann können wir halt auch die Karte wieder aufs Feld holen. Also wir haben auch ganz viele Stufe 4 Monster, die dann halt mit unserem Extra-Deck dann auch nochmal so ein bisschen synergieren. Wir haben Flamel. Flamel hat auch nochmal diesen wundervollen Grave-Effekt, dass wir diese Karte von unserem Friedhof verbannen können und dann ein Lichtdrache-Monster der Stufe 7 wählen, das wir kontrollieren oder das in unserem Friedhof liegt und wir bouncen es auf die Hand zurück. Ihr merkt schon, Bounce ist so ein bisschen auch das Thema des Decks. Wir holen also immer unseren Sterndrachen in sternklarer Nacht wieder zurück auf die Hand im besten Fall, beschwören ihn dann direkt wieder, um dann nochmal eine Karte auf dem Spielfeld zu proppen. Es ist also eher wieder so ein kleines Control-Deck und das ist dann letzten Endes auch nochmal ein Schnelleffekt. Und wenn ein Monster des Gegners einen Angriff deklariert, können wir diese Karte von unserer Hand auf nur unserer Spielfeldseite legen, um ein Lichtdrache-Monster der Stufe 7 als Spezialbeschwörung von unserer Hand zu beschwören. Also auch hier wieder der ganze Synergiekram. Ne, wir haben noch Astell, gibt halt in dem Fall 1000 Attack, was nicht mehr verkehrt ist und Ciel ebenfalls, was auch nochmal ganz nett in diversen Situationen sein kann. Aber das will ich euch jetzt alles nicht erzählen. Ich will euch kein Kotelett an die Wacke labern. Wichtig ist noch Signalfeuer der Sternritter. Wird meistens über Rayel rausgesucht. Mit der Karte können wir unsere Hand ein Sternrittermonster oder ein Lichtdrachenmonster der Stufe 7 von unserem Deck hinzufügen. Und falls wir dann keine Monster kontrollieren und der Gegner ein Finsternismonster kontrolliert, können wir ein Lichtdrachenmonster der Stufe 7 sogar als Spezialbeschwörung direkt holen. Also, Dark Magician, pass auf dich auf, mein Freund. Ja, wir schießen auf dich. Wir schießen scharf. Wir haben unsere Continuous Spellkarte, Zeremonie der Sternritter, auch eine nette Karte. Und wir haben selbstverständlich auch nochmal Himmel der Sternritter. Die gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, mehrmals zu normal beschwören und eine zusätzliche Beschwörung für ein Stufe 7 Monster zu vollziehen. Also, ja, es ist ein Control-Deck.
Es ist ein cooles Control-Deck und es ist ein Control-Deck, was meiner Meinung nach auf jeden Fall auch relativ günstig ist. Ne? Ich meine, viele der Karten, gerade die neueren, die Feuerböe beispielsweise, die gibt es Free-to-Play erhältlich vom Kartenhändler und die ganzen anderen Karten gibt es größtenteils, meine ich, aus einer Minibox. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche und die zweite Welle... Orbital war es, glaube ich. Die gab es in irgendeiner anderen Box nochmal als Rare dazwischen. Ja, also letzten Endes auch wieder ein relativ günstiges Deck. Falls ihr das also irgendwie mal spielen wollt oder so, do it. Es lohnt sich. Warum denn nicht? So, was haben wir denn jetzt hier am Start? Wir haben Flamel. Und wir haben Zeremonie der Sternritter. Du kannst ein Lichtmonster in deiner Hand vorzeigen. Falls du dies tust, füge deiner Hand ein Lichtdrachenmonster Stufe 7 von deiner Decke zu. Falls der Gegner eine Karte einen Effekt aktiviert, du kannst ein Lichtdrachenmonster Stufe 7 von deiner Hand beschwören. Ja, wir können doch auf jeden Fall schon mal Zeremonie der Sternritter aktivieren. Na, wie gesagt, als Pop ganz nett. Und wir haben unsere Longinus-Lanze. Wir haben Flamel. Von der Hand auf den Friedhof legen beschwören. Ja, wir haben ja eigentlich gerade alles da. Ne? Wir haben unsere Interruption, wie gesagt, mit dem Sterndrachen kristallklarer Nacht. Und eigentlich wollen wir ja Flamel nutzen in dem Fall. Also theoretisch hätte ich Zeremonie der Sternritter auch gar nicht nutzen müssen, wenn ich ehrlich bin. Theoretisch. Wobei eigentlich schon, weil ich weiß ja nicht, was der Gegner hier für ein Deck spielt. So, Longinus-Lanze haben wir auch. Du kannst ja... okay. Arvata. Arvata. Aha. Okay, das ist ein Deck, wogegen wir eigentlich ungern spielen wollen, Leute. Oh no. Das ist ein Deck, wogegen wir eigentlich ungern spielen wollen. Och, Mann. Das ist ein Deck, wogegen wir echt ungern spielen wollen. Ja, das können wir, ich glaube nicht, dass wir das gewinnen können. Kann ich das gewinnen? Oh. Dweller ist big hier, aber ich glaube nicht, dass ich den Dweller aufs Feld bekomme. Ja, wir bouncen einfach Orbital wieder zurück. Okay, es kommt noch keine Gate. Und was setzen wir jetzt aufs Feld? Oder Ankunft der Sternritter. Ich glaube, Ankunft der Sternritter ist okayisch. Bringt mir nur leider nicht so sonderlich viel. Och man. Warum muss ich unbedingt gegen das Deck spielen? Da kann ich ja gar nicht meine Effekte nutzen. Vielleicht hat er ja nicht Garo nix. Kopium. Ja. Lass mir den Gegner mal angreifen. Ah, no, das ist nur während der Main Phase. Ja, gut, dann ist GG. Dann ist GG jetzt, Leute. Ja, dann ist GG. Der negiert das jetzt einfach mit Arvata. Genau. Komm. Zeig mir, dass du was in der Hand hast. Na, was zerstörst du? Wahrscheinlich den Garung nichts in der Hand. Nee, Heiliger Phönix von Neftis. Okay, auch nicht verkehrt. Ja, dann gibt es doch jetzt erstmal den Sterndrachen der kristallklaren Nacht. Wir aktivieren seinen Effekt und wir zerstören. Was zerstören wir denn? Zerstören wir Arvata? Zerstören Arvata. Ja, wir zerstören Arvata. Maßregelung. Bringt mir gerade nichts, ne? Naja, das bringt mir nichts. Er kann immer noch was aktivieren. Na, in der nächsten Runde kommt der Neftis. Longinus-Lanze ist auch nicht so big. Wait, war das aus dem Deck? Ach, er holt den Phoenix direkt aus dem Grave. Hätte ich die Maßregelung zerstören sollen. Ah, GG.
Ja, wie gesagt, es ist ein super, super, super toughes Matchup hier. Weil Zerstörungen helfen dem Gegner. Und Spoiler, wir zerstören. Ja, es wäre praktisch gewesen, wenn er vielleicht nicht mit Avata gestartet hätte, weil er dann halt nicht den Druck des Negierens auf seiner Seite gehabt hätte. Aber mein Gott, machst du nichts. Es gibt halt gute Matchups und es gibt schlechte Matchups. Und es gibt, ich sage immer so, es gibt immer einen Grund, warum zum Beispiel dieses Deck, was wir hier heute vorstellen, warum es halt nicht super, 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 super Top-Tier ist. Ne? Es hat seine Gründe. So. Diamond. Diamondo Dude. Ja. Going first wäre das hier auf jeden Fall eine ganz nette Hand. Dann aktivieren wir doch mal Sternritterin Rayels Effekt, wenn wir sie normal beschwören. So. Dadurch können wir ja, lohnt sich das? Eigentlich nicht. Wobei doch, eigentlich schon. Warte, kann ich jetzt nicht Himmel der Sternritter droppen? Dann Signalfeuer der Sternritter. Ich habe noch zusätzliche Normalbeschwörung und dann müsste ich doch Orbitael suchen können. So. Orbitael ist da. Dann habe ich die zusätzliche Beschwörung. Kann sie dann theoretisch als Tribut anbieten und dann kriege ich auch noch mal Zeremonie der Sternritter. Wir können Zeremonie der Sternritter aktivieren. Wir aktivieren den Effekt von Zeremonie der Sternritter. Wir mischen die Longinus-Lanze wieder rein. Und uns dann unseren Sterndrachen in kristallklarer Nacht. Ankunft der Sternritter wird gesettet. Signalfeuer der Sternritter, damit wir unseren Skill auch nochmal nutzen können. Geht. Und dann greifen wir einfach mal an. Oh. Vincent ist der Yang Xing. Yang Xing, okay. Interesting. Interesting, interesting, interesting. Oh, buntäugiger Pendeldrache. Na, das lassen wir mal noch durch. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Oh. Arc Pendulum Dragon. Gegner könnte jetzt. Ah, pass auf. Das war wasted. Ich hätte. Ach, egal. Das war jetzt wasted. Ich hätte den Effekt gar nicht nutzen müssen. Egal. Wir zerstören den Pendulum Dragon. Ja, das war wasted. Wait, der Effekt triggert trotzdem? No! No, 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 no! What, 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 what? Ach, nein. Okay, das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Empfänger, 7er, 9er. Irgendein krasses 9er-Monster, was mich hier jetzt auf dem falschen Fuß erwischen kann. Ich kann von Glück reden, dass es zumindest Dark Monster sind, ja. Das heißt, die Effekte von Dark Monstern würden mich in dem Fall nicht zerstören. Und ich habe genug Life Points. Aber ach, ich hätte ihn zerstören sollen. Den Pendeldrachen. Den Arc-Pendeldrachen. Dann hätte der Effekt halt nicht getriggert. Ich dachte, das triggert, wenn er zerstört wird und nicht, wenn andere zerstört werden. Karten lesen. Read the cards, Regi. Mann, 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 Mann. Ja, aber sonst sieht's. Ja, es ist eigentlich ein gutes Setup gewesen. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt die Karte nochmal bouncen können, theoretisch. Okay, das ist eine Yang-Sing-Karte. Und greift der Gegner jetzt einfach an? Okay, er kann nicht lesen. Das ist gut.
Das ist immer gut. Wenn Leute nicht lesen können, ist es immer gut, Leute. Merkt euch das, ja? Wenn Leute nicht lesen können, ist das immer gut. So, wir uns verdammt nicht. Okay. Also, Signalfeuer des Sternritzers wird aktiviert. Wir gönnen uns in dem Fall. Okay, ich habe mehrere Optionen. Muss mir halt mal überlegen, was sich lohnt. Nochmal Rael. Pass auf. Ja, wir nehmen nochmal Rael. So. So, dann können wir den Effekt von dir nutzen. Für die Trap. Falls ein offenes Drachenmonster der Stufe 7 das Sekundär auf die Hand zurückgegeben wird, dann ist diese Karte. Okay, pass auf. Dann bouncen wir dich zurück auf die Hand. Dadurch können wir jetzt eine Karte ziehen. Und Orbitales Effekt aktiviert sich. So, Orbitales Effekt aktiviert sich, sage ich ja. Kannst du den Schaden oder nicht drauf und zerstören sie auf die Hand zurückgeben. Also das hier ist für den Bounster. Das ist okay. So. Dann. Ist jetzt die Frage. Die Frage der Fragen. Wir haben so viel Auswahl. So viele Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten für meinen Geschmack. Wie so oft. Himmelsspringer Castell. Ja, Himmelsspringer Castell. Nicht zu viel Zeit lassen. Nicht so viel Zeit lassen. So, die würde ich einmal zurückmischen, aber du darfst dann wieder ins Deck zurück. Dann haben wir sein Effekt live, um wieder Orbital zu bekommen aus Feld. So. Können dann Orbital nochmal sacken. Wait. Oh, das war... Oh, das war eigentlich nicht mein Ziel. Das, also, das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Huch! Ich dachte, das war die Summon von der Hand. Oh, was ist das denn? Oh, okay, okay, okay. No problem, Houston. Okay. Eigentlich ist es doch ein Problem, aber ja. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die Feuerböe gar nicht legen können, weil ich mich zugemüllt habe. Ich hätte einfach ganz normal exiden sollen. Okay, apropos exiden. Kann der Gegner jetzt nicht synchron? Oh, no. Er kann synchron, er kann in den Achter gehen. Er geht jetzt auch in den Achter. Oder in den Neuner. What are you doing, my friend? Was ist der Plan? Coppelia. Ich sehe die Karte zum ersten Mal. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Karte überhaupt gibt. Aber hinterher ist man immer schlauer, sagt man auch so schön, oder? Hehe. Okay. Er geht in den Neuner. So, was gibt's denn für Neuner? Vermilion Dragonmag? Könnte Vermilion Dragonmag sein. Es ist der Vermilion Dragonmag. So. Oh, ich habe nicht so viel Zeit. Ankunft. Upsala. Ankunft ist hier. Ankunft Effekt. Ciao Dragonmag. Keck. So. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Er kann sich jetzt einen Empfänger aus dem Grave wieder auf die Hand nehmen. Ne, warte. Es ist ja, glaube ich, nur einer, der verbannt ist.
Es ist ja, glaube ich, nur einer, der verwandt ist, mein Freund. Ja, und Pest. Okay. Dann legen wir mal los. Dann legen wir mal los. So, Ciel-Effekt. Wir bauen es nicht zurück auf die Hand. Und holen dann Ciel aus Feld. Dadurch triggern wir den Effekt, ziehen schnell eine Karte. Und können nochmal Orbitail holen. Alter, es ist ein richtig schönes Spam-Deck. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Spam-Deck. Das gefällt mir wirklich. Auch die ganzen Synergien, die dieses Deck aufweist. Das ist nice. Das ist sehr nice. So. Dweller. Kommt auch aus Feld. Wir aktivieren sofort den Effekt von Dweller. Boom. Können nochmal Signalfeuer der Sternritter aktivieren. Nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Aber komm, da holen wir uns nochmal einen zweiten von denen auf die Hand. Ist wie gesagt nicht relevant. So. Dann aktivieren wir unsere Ankunft und beschwören einmal den guten Sternritter. Grave-Effekte von oder Effekte aus dem Grave heraus können nicht genutzt werden. Das heißt, wir zerstören Koplelia. Effekt geht nicht live. Und Plebview zum ersten. Und Plebview zum zweiten. Rasiert. Und ja, also es ist. Das hat man hier, glaube ich, wunderbar gesehen. Einfach ein Control-Deck par excellence. Ja, es ist ein Control-Deck par excellence. Man muss natürlich gerade bei Control-Decks super viel Erfahrung haben. Die Decks bestehen daraus, oder die leben davon, dass ein erfahrener Spieler sie pilotet. Ja, ihr fragt euch gerade, wo ist der erfahrene Spieler gegeben? Ja, frage ich mich gerade auch. Ich bin es in dem Fall nicht. Aber wie gesagt, so grob die Spielzüge und so erklären kann ich ja schon, so halbwegs. Ne? Also zumindest, was das Besondere daran ist. Ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen das Deck gespielt und ja, ein paar Mal noch dagegen verloren vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. So, wir haben Orbitail. Ja, wir haben Orbitail. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Das ist ziemlich schlecht. Das ist ziemlich, ziemlich schlecht. Ja, ich kann eigentlich nur Ankunft der Sternritter hier droppen. Wir haben zweimal unseren Drachen. Oh, das ist nicht gut. Und wir spielen gegen Kampfchronik. Okay, das wird ein kurzer Prozess. Das wird ein sehr, sehr, sehr schneller, kurzer Prozess. Kurz und schmerzlos. Mal gucken, wenn der Gegner den Drachegeist des Weißen hat, ist es eh vorbei. Ansonsten könnte ich gucken, dass ich irgendwie noch drumherum spielen kann, aber ja, es ist unwahrscheinlich. Solange der Gegner jetzt hier nicht übermäßig brickt, habe ich da auf jeden Fall auch keine Chance. Das steht eigentlich fest. Von daher, ja. Jawohl. Ja, ja, ja. Da ist ein Blue Eyes auf der Hand. Ja, okay, er hat den Drachengeist, das weiß. Ich gehe direkt schon mal raus. Das kann ich nicht gewinnen, wie gesagt. Ja, das Setup ist einfach zu bad. Wenn ich ein besseres Setup gehabt hätte, wäre das definitiv spielbar gewesen, das Matchup. Aber so kannst du es, glaube ich, komplett vergessen, weil der haut jetzt halt einfach meine Backrow weg. Ich hätte halt mein Monster noch beschwören können. Ich hätte den Alternativdrachen poppen können, aber was dann? Ja, was dann? Er hat noch seinen Skill und alles. Und ja, wir spielen tatsächlich auch ohne Skill. Ja, wir haben effektiv keinen guten Skill. So. Das ist so das, was ich da mit der Aussage sagen wollte. Es ist, ja, könnte besser sein. So. Himmel der Sternritter, Signalfeuer plus Flamel. Nicolas Flamel. Wer ist Nicolas Flamel? Okay, und er ist Kraft. Alles klar. Es Force. So, er sucht sich retroaktiv. Oh, okay, weil der Rapper Chiyomaru bereits auf der Hand hat. So, Gravitino wird abgeschmissen. Was kommt dann? Die Sechserin, genau. Platina wahrscheinlich. Die holt dann Gravitino. Dann kann Gravitino searchen. Und ja. The clock is ticking. Das heißt, er hat Chiyomaru in der Hand. Er hat Retro-Perspektiv in der Hand. Retroaktiv. Und er holt sich die S-Kraft-Verfolgung. Ja. Dieses Deck, was wir hier spielen, spielt kein Removal. Gar kein Removal. Ja, das macht die Sache noch schwieriger. Und wir haben die Longinus-Lanze. Hätte ich die nicht eben ziehen können?
Imagine, die Karte gegen Chiyomaru. Boah, das wäre so gut gewesen. Naja. Anyways, Himmel der Sternritter. Können wir einmal aktivieren. Signalfeuer der Sternritter auch nochmal zu droppen. Mit Zauberfallen kann man ein Deck hinzufügen. So. Ne, holen wir uns Rael. So, über Himmel der Sternritter können wir dann einmal dich holen. Um die Zeremonie zu suchen. So. Dann können wir die Zeremonie setzen. Und wir aktivieren die Zeremonie der Sternritter. Mischen die Longinus-Lanze ins Deck zurück und holen uns unseren Sterndrachen der kristallklaren Nacht. Wir können jetzt auch nochmal Flammenhell droppen. So. So, da ist die Esskraftverfolgung. Okay. Okay. Weiter gegen eine Karte oder ein Effekt aktiviert. Ich muss sagen, wir haben schon. Ah ja, du kannst nur einen Effekt von Zeremonie der Sterne pro Runde benutzen. Okay, das ist natürlich. Das ist natürlich toxisch. Toxisch schlecht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay. Okay. Jo. Jo, 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 jo. Ja. Chiyomarus Effekt? Nee, noch nicht. Okay. Dann ist das noch so. Dann ist das noch so. Dann überleben wir doch. Stand jetzt noch. Noch. Oh, Chiyomaru aktiviert den Effekt. What? Alright. Alright. Okay, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, weil dadurch kriege ich meinen Sterndrachen der kristallklaren Nacht aufs Feld. Okay, 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 okay. Haben wir Gravitino um? Nein, wir hauen Platina um. Denke ich. Ist das der Play? Ist das der Play? Er kann halt noch die Karte hier aktivieren. Okay, das ist gut. Das ist gut. Esskraft Nachtprobe. What? Okay, wait. Aber das macht nichts. Nee, nee, nee. Die Machtprobe, die macht gerade noch nichts. Okay. Ach, Leute. Control Deck gegen Control Deck. Was? No! Oh, come on. Alles klar. Alles klar, Leute. Sterndrache der kristallklaren Nacht. Okay. Dann könnten wir noch eine Chance haben, irgendwie. Auch wenn da wieder die Backrow-Karte ist, die mich schon wieder nervt. Ja, wir holen uns das Signalfeuer der Sternritter. Wir brauchen nicht Zeremonie aktivieren. Wir warten jetzt einfach, dass der Gegner was macht. Wir warten, dass der Gegner was macht. Sobald der Gegner was macht, ist alles gut soweit, ja. Dann ist alles gut soweit. So, pass auf. Dann können wir Orbital droppen. Ja, ja, ja. Alles gut. Wir aktivieren den Effekt von Orbital. Wir sacken dich. Und holen uns... Ist es die Ankunft? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es ist die Ankunft. Ja, ich würde sagen, es ist die Ankunft.
So, Attack. Attack hier. Abfahrt. Oh, wait. Okay. Zeremonie der Sternen, klare Nacht. Ah, das bringt mir aber immer noch nichts. Oder? Wartet mal. Ciao, Klingenschwinger. Nein. Okay. Aber wir können nochmal mit dir angreifen. Wenn das jetzt wieder irgendeine nervige Backrow-Karte ist, dann werde ich aber laut. Okay, nice. Banish it. Attack. Nummer 2. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir den Toggle anmachen, weil jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's wichtig, Leute. Jetzt wird's wichtig. So. Treue bekräftigen. Oh Gott. Es war Treue bekräftigen für Chiyomaru. MC Chiyomaru. Okay, was hat Chiyomaru abgeschmissen? Chiyomaru von der Hand, ne? So, kommt Gravitino wieder, dann kann Gravitino wieder was auf die Hand nehmen. Oh, nervig. So, Eskraft-Verfolgung. Okay. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Zu lange. Zu lange, für meinen Geschmack. So, Schicksalsziehen. Ich habe sogar Destiny Draw getriggert. Wer spielt Destiny Draw in dem Kredit? Anscheinend mein Gegner. Nein! Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Ich mache auf jeden Fall den Toggle einmal an. OST. Oh, no. Das hat er sich gesearched. MST hat er sich gesearched. Hm. Ja, ja, ja. Ja. Dann bauen sich einfach meinen Sternrachen der kristallklaren Nacht wieder zurück. So. Wait, kann ich gar nicht wegen Gravitino. Hm. Ja, GG. Kann ich nicht gewinnen. Er hat, ja, er hat, ich würde behaupten, das bessere Matchup gehabt. Na, mit Gravitino kann ich halt meine Bounce-Effekte nicht nutzen. Und er hat halt den Chiyomaru-Start gehabt. GG. Ja, Leute, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Starry Nights, ich glaube, es ist ein cooles Deck. Aber, ja, wir haben halt heute auch ein bisschen Pech mit den Matchups gehabt. Wie gesagt, ne, S-Kraft verbannt meine Karten. Dann hatten wir hier, na gut, das war ein Free-Win. Und wir hatten einmal noch den werten Herrn, der halt Fire Kings spielt. Na, also ich glaube, das ist jetzt so eine Matchup-Sache heute gewesen. Da gibt es sicherlich Matchups, die angenehmer sind zu spielen. Ich denke, Tachyon ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man ein solides Setup hat. Aber, naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rigi. Man sieht sich. Tüdelü.